Heute zeige ich euch die 20 meistgewünschten Spiele für die PS5. Ich sage euch, was gute Wünsche sind, was ihr wissen solltet und welchen Wunsch ihr vielleicht doch nochmal überdenken solltet. Die meisten Spiele gibt's auch für den PC und für die Xbox, ein paar ebenfalls für die Switch. Das Video wird euch präsentiert von Game Machines. Wer hier bestellt, bekommt auf alle PCs und Laptops eine 30 Tage Rückgabegarantie. Die meisten Kunden sind jedoch sehr zufrieden, sodass nur etwa 0,2% von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. Jetzt auf gamemachines.de. Mit dem filmisch inszenierten The Last of Us Part 1 kann man nicht viel falsch machen. Es sei denn, man hat es gerade erst auf der PS3 oder PS4 gespielt. Denn die Änderungen am Spiel an sich halten sich in Grenzen. Zum Zeitpunkt der Recherche war das 80-Euro-Spiel allerdings um mehr als die Hälfte reduziert, was das grafisch sichtbar optimierte Spiel wiederum zu einem guten Deal macht. Es ist ohne Frage die beste Version von The Last of Us und für erwachsene Spieler empfehlenswert, die kein Problem mit einigen brutalen Szenen haben. Rund 15 Stunden Spielzeit sind hier drin. Seit März 2023 können nun auch Besitzer einer PS5 oder Xbox Series Konsole das inzwischen 4,5 Jahre alte PC-Spiel Anno 1800 erleben. Dabei sind alle großen kostenlosen Updates, die die PC-Version inzwischen erhalten hat. Die Steuerung wurde so umgesetzt, dass man das Spiel gut mit dem Gamepad kontrollieren kann und auch die Grafik sieht sehr schön aus, wenngleich man sich mit 30 FPS zufrieden geben muss. Das ist aber bei einem eher gemächlichen Spiel auch kein Drama. Was eher stören könnte, sind die Ladezeiten und dass die ganzen großen PC-Erweiterungen nicht auf die Konsolen kommen. Gotta get out of here, understand? Ab dem 8. Dezember 2023 gibt es die Cyberpunk 2077 Ultimate Edition auch als Retail-Version im Handel. Das Paket enthält die verbesserte Version des Basisspiels in der Version 2, welche die vielen Änderungen wie dynamische Skilltrees, Fahrzeugkämpfe und eine verbesserte Feind- und Polizei-KI beinhaltet. Dazu kommen alle kostenlosen DLC-Inhalte und natürlich die große neue Erweiterung Phantom Liberty, die das Spiel erst zu einem richtig runden Paket macht. Man kann die Erweiterung auch direkt starten, am besten fängt man aber nochmal eine ganz neue Geschichte an und verbringt so etwa 30 bis 50 Stunden mit dem Spiel. RoboCop Rogue City kann man schon als Überraschungshit bezeichnen, denn das Spiel bietet alles, was sich RoboCop-Freunde von einem passenden Ego-Shooter nur wünschen können. Moderne Unreal Engine 5 Grafik und reichlich brutale Action. Dazu wurde das Originalmaterial als Vorlage respektvoll behandelt. Viele Spieler bei Metacritic hielten den Pressedurchschnitt von 72% für zu niedrig und hoben den User-Score auf eine 8,6 von 10. Bei How Long to Beat liegt der Durchschnitt bei immer noch guten 75% für die 9 bis 14 Stunden lange Kampagne. Dead or alive, you are coming with me. Immer noch auf den Wunschlisten mit dabei ist der PS5-Launch-Titel Marvel's Spider-Man Miles Morales. Allerdings in der Ultimate Edition, die direkt auch die Remaster-Version von dem ersten großen Hauptspiel Marvel's Spider-Man enthält. Zusätzlich bekommt man hier auch alle drei Story-DLC-Inhalte aus Die Stadt, die niemals schläft. Ein guter Deal, insbesondere weil seit dem Launch noch ein paar Verbesserungen dazugekommen sind, wie der Raytracing-Performance-Modus, mit dem man die Spiele mit 60 FPS und Raytracing-Effekten erleben kann. Ihr könnt hier mit 25 bis 40 Stunden Spielspaß rechnen. Sonic Superstars tauchte bereits in meinem letzten Video über neue Couch-Koop-Spiele auf, denn man kann das Spiel mit bis zu 4 Spielern gleichzeitig zu Hause spielen. Es ist sicherlich nicht perfekt, jedoch ein gutes Sonic-Spiel, das mit 60€ nur einen etwas zu hohen Listenpreis hat. Ich kann aber berichten, dass man zumindest die Retail-Version zum Zeitpunkt der Recherche etwas günstiger bekommt. So gab es die Switch-Version schon für 40€ und die PS5-Fassung für 48. Das ist vielleicht immer noch etwas viel für die 5 bis 7 Stunden lange Kampagne. Zusätzlich gibt's aber immerhin auch ein paar Mehrspieler-Minigames. Vor
Vor der Veröffentlichung dieses Spiels bin ich in meinem Video Flops mit Ansage darauf eingegangen, dass die Vorzeichen für The Walking Dead Destinies nicht so richtig rosig aussahen. Offenbar lassen sich aber genug Leute einfach von dem Walking Dead Franchise locken, was vielleicht reicht, um so ein Spiel auf die eigene Wunschliste zu setzen. Ich rate allerdings davon ab, es zu kaufen. Auch nicht, wenn der Preis schon wieder deutlich reduziert sein sollte. Mit einem Presse-Metascore von 29% hat es noch 5 Punkte weniger als das Herr der Ringe Gollum-Spiel, das hoffentlich auch nicht auf eurem Wunschzettel steht. Bis im Jahr 2024 die PC-Version erscheint, ist Horizon Forbidden West PlayStation-exklusiv. PlayStation 5-exklusiv ist außerdem die Erweiterung Burning Shores. Ich würde empfehlen, statt der normalen Version von Forbidden West direkt die Complete Edition inklusive Erweiterung auf die Wunschliste zu setzen, die zum Zeitpunkt der Recherche mit 40€ bei Amazon sogar ein paar Euro billiger als die Standardversion war. Open-World-Freunde finden hier ein noch besseres Paket als beim Vorgänger, das Spieler je nach Erkundungsdrang 36 bis 75 Stunden beschäftigen wird. Lies of P ist ein Souls-like-Action-Rollenspiel, das auf erstaunlich vielen Wunschzetteln auftaucht. Mit einem Metascore von 80% und einer Durchschnittswertung von 85% von über 700 Leuten, die das Spiel durchgespielt haben, kann man es ohne Frage als gutes Spiel betrachten. Man sollte sich aber auch klar machen, dass es sich hier um ein sehr schweres Spiel handelt und dass der zu Beschenkende eine gewisse Frustresistenz und Geduld haben sollte. Optimal wäre Erfahrung mit Spielen wie Dark Souls, die sich Lies of P ohne Frage als Vorbild genommen hat. Viele Leute mögen die Shooter-Reihe Call of Duty und kaufen es sich Jahr für Jahr oder lassen es sich eben schenken. Bei Call of Duty Modern Warfare 3 sollte man sich aber nochmal sehr genau überlegen, ob man die aktuelle Entwicklung beim Hersteller Activision Blizzard unterstützen muss. Das Spiel war ursprünglich nur als Erweiterung geplant und wurde als Full Release in nur 18 Monaten entwickelt. Die Kampagne setzt auf halbgare Open-World-Gebiete und der Multiplayer besteht primär aus recyceltem Material. Das Spiel hat einen Metascore von 56% und die rund 5 Stunden lange Kampagne auf How Long to Beat eine Durchschnittswertung von 58%. Ein absoluter Tipp ist die Uncharted Legacy of Thieves Collection, die inzwischen immer wieder um 30€ zu ergattern ist. Im Paket ist sowohl Uncharted 4 als auch das etwas kürzere Standalone-Spiel Uncharted The Lost Legacy. Gegenüber der ursprünglichen PS4-Version gibt es hier nun verbesserte Grafik und endlich einen 60fps-Modus, der das Gameplay deutlich flüssiger macht. Wer einen VRR-tauglichen 120Hz-Fernseher hat, kann auch den Modus auswählen, der im 440p-Performance-Modus sogar zwischen 90 und 100fps erreicht. Ihr könnt mit einer spannenden Spielzeit von 20 bis 25 Stunden rechnen. The Crew Motorfest ist das neue Rennspiel von Ubisoft und die Konkurrenzveranstaltung zu den Forza Horizon Spielen, die es nur auf der Xbox und dem PC gibt. Insbesondere PlayStation-Spieler finden hier eine gute Alternative mit einer riesigen offenen Welt, die man mit unterschiedlichen Fahrzeugen, Flugzeugen und Booten erkunden kann. Auch bei den Renn-Events gibt's reichlich verschiedene Schwerpunktthemen und Wettbewerbe. Das virtuelle Hawaii ist sehr schön anzusehen und bietet eine Menge Abwechslung. Das Spiel bekommt das Fahrgefühl nicht ganz so gut hin wie Forza, kann aber 18 bis 25 Stunden gut unterhalten. Gran Turismo 7 ist der absolute Rennspielkönig auf der PlayStation 5. Anders als beim Arcade-Rennspiel The Crew Motorfest wird hier aber deutlich mehr Wert auf Realismus gelegt. Dennoch ist das Spiel eher als Simcade einzuordnen, bei der man viele Möglichkeiten hat, das Spiel für Anfänger und Arcade-Freunde zugänglicher zu machen. Gran Turismo 7 wurde beim Launch von der Community stark für das langsame Fortschrittssystem und teure Autos kritisiert, die sich auch mit echtem Geld kaufen lassen. Durch Patches wurde hier jedoch einiges optimiert und weitere Features ergänzt, sodass man Gran Turismo 7 empfehlen kann, mit dem Spieler im Schnitt 25 bis 40 Stunden verbringen.
Mit God of War Ragnarök kann man kaum was falsch machen, denn es ist eines der besten Spiele auf der PlayStation. Das Action-Adventure, welches vor rund einem Jahr erschien, kann man außerdem inzwischen zu einem deutlich reduzierten Preis für die PS5 erwerben. Hier gibt's wie bei Spider-Man unterschiedliche Grafikmodi, je nach eurer Vorliebe. Ihr könnt mit einer Spieldauer von 25 bis 43 Stunden rechnen. Von den rund 4000 Leuten, die das Spiel bei How Long To Beat bewertet haben, liegt die Durchschnittsbewertung bei 92%, was nochmal ein Punkt mehr ist als beim Vorgänger. We will make our own destiny. Elden Ring ist das ultimative Open-World-Souls-Spiel der Macher von Dark Souls. Nicht alle Souls-Fans können was mit der Open World und einigen repetitiven Elementen anfangen, doch die meisten waren begeistert. Unerfahrene Spieler müssen sich etwas eingewöhnen, haben aber viele Möglichkeiten, sich helfen zu lassen. Wichtig ist hier, sich nicht festzubeißen und einfach woanders hinzugehen, wenn man nicht weiterkommt. Spieler verbringen im Schnitt 100 Stunden mit Elden Ring und vergeben eine hohe Durchschnittswertung von 93%. 2024 wird noch mit einer Erweiterung gerechnet, die das Spiel noch größer machen wird. Assassin's Creed Mirage ist ein weiteres von vielen Assassin's Creed Spielen und bringt nichts spektakulär Neues oder Besonderes. Es unterscheidet sich allerdings von den drei letzten Spielen dadurch, dass es wieder mehr Fokus auf das Schleichen legt. Wer das mag, wird sich freuen. Das Kampfsystem ist dafür deutlich simplifiziert und wohl absichtlich uneffizient gemacht. Es gibt leider nur wenig Gegnertypen und praktisch keine Rätsel. Man merkt ein wenig, dass das Spiel ursprünglich als DLC geplant war. Im Schnitt wird es von Leuten, die es durchgespielt haben, mit 75% bewertet und beschäftigt zwischen 15 und 22 Stunden. Avatar Frontiers of Pandora ist das neueste Open-World-Spiel von Ubisoft, das erst am 7. Dezember 2024 erschien. Entsprechend gibt es noch keine langfristigen Erfahrungswerte. Bei der Presse schnitt der Titel durchschnittlich ab. Leute, die die Far Cry-Spiele mochten, werden hier wieder ein Spiel nach der bekannten Ubisoft-Formel finden, das optisch einiges zu bieten hat und euch mit zahlreichen Aufgaben beschäftigen kann. Die Story ist zwischen 10 und 15 Stunden lang, während das Spiel Beschäftigungstherapie für 40 bis 45 Stunden bieten soll. Komischerweise hat mein Video über das Kaufverhalten von Spielern nicht ganz Deutschland davon abgehalten, sich FIFA zu wünschen. Beziehungsweise FC, ja, es heißt jetzt FC. Hauptsache, ihr wünscht oder verschenkt nicht diese unsäglichen FIFA-Points-Karten. Falls sich das tatsächlich jemand wünscht, sagt der Person, dass sie sich die Spieler durchs Spielen verdienen soll. Für manche vermutlich ein völlig neues Konzept. Erwähnenswert ist, dass die Switch-Version in diesem Jahr deutlich lohnenswerter ist als die Jahre zuvor, da hier nun alle Modi der anderen Version verfügbar sind und auf eine neue Grafik-Engine gesetzt wurde. Am zweithäufigsten wünschen sich PS5-Spieler Hogwarts Legacy, das im Harry Potter-Universum spielt. Da es bereits Anfang des Jahres erschien, kann man sich darüber freuen, es im Retailmarkt bereits für einen reduzierten Preis um 45 Euro zu bekommen. Die erst kürzlich erschienene Switch-Version kostet noch 60 Euro und sollte, wenn möglich, vermieden werden, da die Grafik und Performance hier stark beschnitten wurde. Aber auch hier steckt ein solides Spiel drin, welches sich liebevoll an vielen Aspekten der Vorlage orientiert. Hogwarts Legacy bekommt von Absolventen eine gute 80% Wertung und beschäftigt zwischen 26 und 46 Stunden. The choices you make now will define the legacy of Hogwarts. You want to join us? Die meisten PS5-Spieler wünschen sich das PS5-exklusive Marvel's Spider-Man 2, das erst Ende Oktober 2023 erschien und sich mit einem 90% Metascore schmücken darf. Ihr dürft wieder mit Peter Parker und Miles Morales zusammen Manhattan sicherer machen und natürlich diverse Superschurken aufhalten, die die Stadt ins Chaos stürzen. Ihr bekommt hier eine schöne Grafik, flüssiges, actionreiches Gameplay und eine emotionale Story geboten. Spider-Man 2-Spieler verbringen 19 bis 25 Stunden mit den Helden und geben eine Durchschnittsbewertung von 89%. Wow.
welche Spiele stehen auf eurem Wunschzettel? Schreibt es doch in die Kommentare. Und schaut vielleicht noch eins der Videos an, die ich jetzt für euch verlinkt habe. Bis zur nächsten Mittagspackung. Tschüss!